leise sein, wir haben noch einen Nachbarn. Alter. Sachen für. Hallo? Felix? Meine Pumpe, ich kann das nicht mehr ab, Leute. Der ganze Flur voller Akten. Heia Witzka. Aus dem Auge, aus dem Sinn. Wahnsinn. Und haben das ganze Kabel rausgeruppt. Da lag das Kabel letztes Mal, ne? Haben wir sogar Kabeldiebe gesehen. Da habe ich nämlich auch keinen Bock. Moin Moin, Servus und Grüß Gott, willkommen auf meinem Kanal. Heute bin ich wieder mit Felix unterwegs. Servus. Wir gucken uns heute eine Maschinenfabrik an, die ja so nach einem Zeitungsartikel wahrscheinlich schon 10 Jahre leer steht. Tür steht offen, wie man sieht. Wir waren schon mal hier gewesen. Wann waren wir hier gewesen? Vor 2 Wochen? Ja, ungefähr. Und da haben wir sogar Kabeldiebe gesehen. Mal gucken, vielleicht sehen wir die ja gleich wieder in Aktion hier. Auf jeden Fall gucken wir uns die Halle jetzt mal an. Ja, die Halle an sich ist schon mal richtig mega groß. Ich sehe auch schon wieder eine Laufkatze. 3 Tonnen Traggewicht von 1954. Hier steht noch so ein Schleifgerät. Hier ist sogar noch die Bedienung von der Laufkatze. Mal gucken, vielleicht funktioniert die noch. Nee, leider nicht. Der Feuerlöscher ist von 96, das letzte Mal geprüft. Ich weiß nicht, was ist, vielleicht irgendwas zum Schweißen oder sowas. Die haben hier Maschinen hergestellt. So wie zum Beispiel jetzt hier steht hier eine Futterschiene. Eine Säge haben die irgendwas mit einer Spindel gezeichnet. Deckenplatte. Scheint wohl auch der Schweißerbereich gewesen zu sein. Hier sieht man noch diese Elektroden. Ist auch ein bisschen windig gerade draußen. Das klappert hier gerade in der Halle. Ich dachte schon wieder, die Kabeldiebe sind da. Ach, jetzt habe ich auch die Ursache gefunden, warum man den nicht mehr bedienen kann. Das Kabel ist abgeschnitten. Jetzt gehen wir nochmal in die andere Ecke, wo Felix gerade war. Eine Meisterbude, auch mit einer Klingel oben drauf. Hier sehen wir auch wieder einen Kalender von 1994. Ich wollte ja meine Handschuhe anziehen. So ein bisschen Schutz, kann nicht schaden. Die größte Halle. Hier ist auch wieder so eine Laufkatze, ein Kran. Dahinter befindet sich nämlich auch noch ein Kran und der ist hier komplett die Halle mal lang gefahren. Der konnte nämlich auch nach draußen fahren. Da seht ihr noch, da ist noch ein Stahlträger, der da rausguckt und der hat wahrscheinlich die Sachen noch ganz nach vorne, um ja LKWs zu beladen. Hier stehen auch noch ganz viele Fässer rum. Und dass die Natur sich alles wiederholt. Bäumchen wachsen hier schon überall raus. Ja, viel kann man auch nicht über diese Halle sagen, was die jetzt hier angefertigt haben genau, aber denke mal geschweißt. Eben halt mit den Kränen haben sie hier was transportiert. Guck mal, hier kommt man am Bändchen ziehen und dann ging die Tür auf. So, ich gehe in die nächste Halle mal rein und ich sehe hier schon so ein Becken. So ein Säurebecken oder sowas. Ist auch so eine komische Substanz, ne? So ein Schleimzeug. Okay, das ist nicht sonderlich tief. Ja, wie gesagt, ich ziehe mir auch schon Handschuhe an, ne? Aber vorne brennen mir dann die Hände weg, die Finger. Aber ich würde mal sagen, das ist irgendwas mit Säure, glaube ich. Ein Säurebad oder sowas. Für die Werkzeuge. Könnte ja sein. Ich kann ja mal ganz kurz meinen Schuh reinhalten. Vielleicht löst er sich ja auf. Ja, nur ein kleiner Scherz. Ah, siehst du, ich bin heute der Kranführer. So, wollen wir mal irgendwas in den Taucherbecken fahren? Ach, geht ja auch schon wieder nicht. Jetzt kommen wir nochmal zu noch einem interessanten Teil. Das haben wir ja letztes Mal auch schon gesehen. Hier stehen jetzt 1, 2, 3 solche Maschinen. Kann ich jetzt aber auch nicht so genau sagen, was das sein soll. Wahrscheinlich so eine Fräsmaschine oder Bohrmaschine. So einen großen Schraubstock. Könnte ja so eine CNC-Fräse sein. Hier mit Drehmoment, die Geschwindigkeiten, dann den Vorschub. Und jetzt sehe ich gerade, guck mal, da ist sogar noch ein Bohrer drin. Wahrscheinlich haben sie hier was gebohrt. So viele Hebel und so, die können den ganzen kompletten Tisch drehen, hochmachen. Ich weiß gar nicht, was sie da alles mit machen können. Alles genau, Millimeter genau. Können Sie diese Platte einstellen? Wahrscheinlich komplett drehen. Ja, ist doch viel zu schwer, um das irgendwie mit der Hand zu machen, ne? Ja. Hier sind mehrere Kräne. Da ist wieder einer, da oben ist einer, da sind sogar 2 Stück. Einer wieder mit 6 Tonnen. Also sie mussten ja auch richtige Maschinen hier gestemmt haben. Und wofür das Tauchbecken war, kann ich euch leider nicht sagen. Oder ob es überhaupt ein Tauchbecken ist. Ist dieser Bereich schon richtig nass gewesen, dass sich hier der Moos bilden kann. Jetzt gehe ich mal in diesen Verwaltungstrakt rein. Vielleicht irgendwie Details finden, ob hier wirklich auch Werkzeug oder Maschinen hergestellt worden sind. Komplett leer, aber hier steht irgendwas mit Schallplänen. Programmierung. Ah. Für irgendwelche Schalttafeln. Wahrscheinlich haben sie solche Geräte ja gebaut. Oder dass sie hier irgendwelche Platinen geprüft haben, weil hier so eine Leiste ist. Mit Steckdosensicherung. Notaus.
Ich sehe schon wieder einen Kalender. 1996. Und noch einen Kalender. 2015. Arbeitszeiten. Arbeitszeit 9 bis, also die haben von 7 Uhr bis 16 Uhr gearbeitet. Oh, Freitag sogar nur von 7 bis 12.15 Uhr. Das könnte wahrscheinlich so ein Gerät sein für Briefe, dass sie die gewogen haben oder hier durchziehen konnten. Kann ich euch nicht sagen, was das sein soll. Sieht eher so aus wie so eine Schreibmaschine. Ja, mal wie gesagt, mal gucken, ob wir was rausfinden, was die denn hergestellt haben. Boah, das hat irgendwie wieder so ein Flair mit diesen, mit diesen alten Laufkarte. Guck mal, Laufkarten, Bohren, beidseitige Senken. Aha, die haben alles aufgeschrieben, was die angefertigt haben. Ach, da wurde das auch sogar geprüft. Da gab es Ärger. Das ist in Rot. Gut, das wurde wahrscheinlich dann nochmal nachgebessert. Und dann gab es das okay. Zentralschmierung, Schilder, Abdeckung, elektrische Steuerung, Werkzeuge und Zubehör, Hydraulikanlage, Anschlag. Ja, so eine Tabelle aufgestellt, was man für die Maschine alles braucht, ne? Boah, das ist noch richtig alles aufgeschrieben per Hand. Heute kennt man das ja gar nicht mehr so, ne? Wird ja alles nur noch per PC gemacht. Weiß nicht, ob ihr das jetzt so erkennen könnt, das Papier, ne? Schon richtig ausgebleicht. Könnt ihr mir vielleicht ein bisschen vorstellen, dass der Meister wahrscheinlich auch in diesem Büro saß oder irgendein Zuständiger von der Halle. Und da hat man ja mal diese Handwaschpaste gehabt. Da müsst ihr mal reingucken. Uah, seht ihr das? Und da konnte sich wahrscheinlich hier direkt die Hände waschen, um eben halt ne, die ganzen Unterlagen nicht einzusaugen. Und dass der Meister halt eben auch einen Blick zur Halle hatte. Hey Fritz, denk daran. Du musst noch für die eine Maschine das Loch bohren, ne? Ja, Meister. Alles klar. Ein kleiner Scherz am Rande. Ah, das könnte ein Plotter sein. Oder? Nee. Hier ist ja irgendwas mit Wärme drauf. Hä? Keine Ahnung. Ach so, ja, das habe ich auch noch gar nicht gezeigt. Irgendwelche Tafeln. Ah, hier haben sie alles aufgelistet, was sie für Maschinen haben. Säge, Brenner, Schweißer, Presse, Verputzen, Rohbau, Bohrwagen, Fräsen. Das haben sie eben halt alles auf dieser Tafel aufgelistet. 12, 30. Findet keine Anzeichen, was das wirklich sein könnte, was die hier eingetragen haben. Hier stehen auch welche Zahlen drauf. 21, 20, 16. Vielleicht weiß das ja einer von euch. Kann gerne mal in die Kommentare schreiben. Sowas kenne ich auch noch aus meinen Kfz-Zeiten. Ich habe ja mal Kfz-Mechaniker gemacht und da haben wir auch so eine Art Pinnwand gehabt und da konnte man die Aufträge halt so anheften. Ups, da funktioniert wohl wieder. Das sind wahrscheinlich nicht die, die hier dazugehören. Oder doch, konnte man hier wahrscheinlich so reintun, weil hier steht nämlich Auftrag und Lager. Da konnte man die halt immer rausziehen und dann, aha, oh, heute muss ich das machen. Heute muss ich bohren. Ich wundere, wo Felix die ganze Zeit ist. Die hat die ganzen Bildzeitungen hier noch gefunden. Die ganze Zeit gelesen, ja. Gebildet. Habe ich früher mal die Kreuzworträtsel gemacht. Ach, hör doch auf. Doch. Ach, Quatsch. Doch. Felix hat sich mal die Bildzeitung geholt und hat sich das angeguckt. Nee, dafür habe ich mir die Bravo geholt. Die Bravo. Du kennst doch die Bravo? Ja, logisch. Ich habe mich gesammelt. Und jetzt eine Frage an dich. Wann kam die Bravo immer raus? Welchen Wochentag? Ja, in der Woche. Samstag. Falsch. Verdammt. Donnerstags. Donnerstags, das war es, was ich nicht. Da kann ich mich noch richtig gut dran erinnern. Donnerstags immer gleich ab zum Kiosk und Bravo holen. Aber das ist ja schon echt. Und das warum ist ja hat man sich die Bravo geholt damals? Ja, Dr. Sommer. In die Kommentare. Dr. Sommer und so, ne? Hier. Ey, Wahnsinn. Deswegen und so, ne? Stehen hier noch die Lottozahlen für Sonntag. Größter Lotto. Jackpot-Zeiten, 17 Millionen. Alter. Aber die hatten auch ganz viele Kräne gehabt. Hier sind schon wieder 1, 2, 3, 4, da auch 5. Also mit Kräne haben sie nicht gespart. Und dann hattest du von hier oben kompletten Blick über die Halle und konntest dann sehen, dass der Mitarbeiter schon wieder hinten an der Bildzeitung rumhängt. Hallo, Felix. Sie sollen arbeiten und nicht schon wieder an der Bildzeitung rumhängen. Kommen Sie mal her. Kommen Sie mal hoch. Wenn ihr das jetzt gerade wieder seht. Komplett die Decke runtergekommen. Vorsicht geboten hier. Was könnte das gewesen sein? Lagerraum.
Vermute ich mal. Eine Werkbank, alles voll mit Ersatzteilen. Kann ich leider nicht sagen, was das ist. Wahrscheinlich irgendwas zum Prüfen. Oder das könnte wahrscheinlich für eine CNC- oder Kantbank gewesen sein. Position mit Zahlentasten drauf. Das ist mal ein ganz anderer Kran mit Kette dran. Oh, hä? Da kannst du den so schalten mit. Ja, ich gehe auch ein bisschen an der Seite lang, weil, wie gesagt, das ganze Dach ist auch oben schon runtergekommen. Das fand ich recht cool. Wer das gemacht hat, kann gerne mal in die Kommentare schreiben. Das ist echt cool gemacht. Da haben wir auch letztes Mal Fotos gemacht. Und kennt ihr das, wenn ihr da mal reinguckt? Bam! Wieder reingeguckt. Bam! Betone es nochmal. Die Natur holt sich echt alles wieder. Muss ich mal sagen, ist wieder ein schöner Lost Place. Eben halt sehr verfallen, aber zum Filmen echt cool. Auch für, vor allen Dingen für Fotos machen ist das eine coole Location. Wir kommen jetzt dahin, wo die Kabeldiebe letztes Mal waren. Die waren ja auf jeden Fall wieder. Oh, das Kabel ist weg. Stimmt, da lag das Kabel letztes Mal, ne? Die waren hier oben am Kran bei. Und haben das ganze Kabel rausgeruppt. Und dann sind die mit dem Fahrradanger sind die wieder weggefahren, ey. Von da kamen Felix und ich letztes Mal her. Und dann haben wir die hier in der Halle gesehen. Und dann bin ich hier ganz langsam runtergekrochen, ey. Was habe ich noch gefragt? Moin, ey. Moin. Moin, seid ihr legal oder illegal hier? Und die sind, nee, ganz ruhig, nee. Wir gehen nach drüben in die Halle. Jo, macht mal. Ja. Ist aber besser so, als, ne? Ja. Als irgendwie einen auf die Glocke zu kriegen. Da habe ich nämlich auch keinen Bock. Alter, läuft da voll entspannt lang. Ey, meine Pumpe, ey, ich brauche wieder Kaffee. Als Alter muss ich auch vorsichtig sein, was ich mache. Alter, ich geb dir gleich einen. Regal 1, was da noch drin stand. Manometer, Kupplung, Hydraulikspanner, Entspanner, Pumpen, Flasche. Im zweiten Fach Ventile, Zwischenplatten, Schaltnocken. Was das für ein Wert ist, ne, was hier noch steht. Das wundert mich wieso, ne, dass die Firma das nicht noch vielleicht irgendwie alles rausholt, den Schrott und verkauft. Dann kümmert sich auch keiner mehr drum. Ich meine, sind ja eh alle gefeuert dann. Eben. Oder, ne, weg. Ja. Dann kümmert sich da halt keiner mehr drum. Und dann bleibt dem halt sowas stehen. Ich meine, ist ja gut, dass das so stehen bleibt. Sonst hätten wir nichts mehr zum Filmen. Diese Kartons kenne ich auch von meinem Opa her. Mein Opa hat einen Eisenwarenladen gehabt. Spacks, das kenne ich auch. Der hatte auch genauso solche Regale aus Holz mit Eisen gehabt und hatte auch mal seine Schrauben drin stehen gehabt. Da kommen auch wieder Erinnerungen hoch. Oh, das sieht aber cool aus, so abgetrennt mit diesem Holz und Fenster. Oh, Kaffeemaschine sehe ich gerade. Ist da noch ein Kaffee für mich drin? Oh ja, da steht da. Rufanlage. Schranke, das war das Telefon für die Schranke. Da konnten die halt an der Schranke sich melden. Und der konnte dann das halt hiermit betätigen. Schranke auf, Schranke zu. Ja, wie gesagt, hier unten ist halt die Verwaltung. Oh, man sieht sogar noch einen Monitor, PC-Monitor. Oh, das ist auch sehr interessant. Wo die Stempel mal drinne waren. Okay, wir müssen ein bisschen leise sein, weil wir hören gerade nebenan noch einen Nachbarn. Okay, hier ist noch einiges an Akten vorhanden. Aber das hat irgendwas, ne? Diese Abteilung mit diesem Holz und mit dem Glas. Ich weiß nicht, ob ich das Schiffsvideo schon hochgeladen habe, wo wir in der Schiffswerk waren. Da haben wir das auch schon gesehen. Aber da haben sie leider die ganzen Fensterscheiben rausgehauen. Sehr schade. Der ganze Fußboden war auch voller Scherben. Aber hier ist wenigstens noch alles heile. Da hängt noch eine ganz große Deutschlandkarte dran. Auch noch ein paar Monitore stehen hier auf dem Fußboden. Da steht noch ein Drucker. Ja, eben dann halt solche Akten, Schränke.
Hier stehen wirklich noch Zeichenbretter. Also, hier war wohl die Ingenieurabteilung. Das ist ja wieder ein Zufall, dass ich heute wieder Zeichenbretter sehe. Ich war gestern erst auf Tour gewesen und habe auch solche Zeichenbretter gesehen. Das ist schon wieder richtig cool. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt so sehen könnt. Die sind total verrostet. Aber sie funktionieren noch. Die kann man noch komplett bewegen. Boah, wie viel Zeichnung die hier gemacht haben. Massendrucksachen für... Felix? Nein. Hallo? Warst du das? Nein. War der Wind, oder? Erst erschreckt mich Felix hinten in der Halle und jetzt noch das hier. Mann, 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 Mann. Meine Pumpe, ich kann das nicht mehr ab, Leute. Ey, passt auf mich. Das war die Tür, die so geknallt hat. Alter, wir stehen hier beide und schon wieder zugeschlagen. Ich hatte hier letztes Mal ja auch schon Fotos gemacht und hatte das hier entdeckt. Und da habe ich dieses komische Teil gesehen. Das wird wahrscheinlich für die Hände gewesen sein, dass man sich die Hände föhnen kann. Das ist ja ein uriger Kasten, oder? Da sieht man das sogar. Da sind noch die Hände drauf, wie man das hier runterhalten muss. Ich würde mal auch ganz stark vermuten, dass das aus den 80ern kommt, das Gebäude. Gebaut 56 oder so. 56, ja. Okay. Oh, guck mal, schicke Küche. Guck mal, hier hat noch fleißig jemand Zeitung aufgestapelt. Disco-Beleuchtung. Disco-Beleuchtung? Haben sie Disco gemacht? Oder vielleicht mit mehr Wartenbereich? So gelb, ja, könnte sein, dass sie mal drankommen. Gelb dauert vielleicht, sagt er, 5 Minuten noch, 2 Minuten, jetzt geht's gleich los, rein. Oder zu spät. Ja. Überall stehen Akten. Der ganze Flur voller Akten. Oh, guck dir das an, Felix. Heia Witzka. Was? Heftig, oder? Flyer sind hier noch. Das ist ja nicht mal der Gipfel des Eisbergs. Guckt euch das mal an. Das kommt mir vor wie in Liegen, ne? Ja. In der Brotfabrik. Ja, ja. Noch mehr Ordner. Und wenn man da... Ich sehe schon, könnt ihr das sehen? Im nächsten Raum. Alter Schwede. Aus dem Auge, aus dem Sinn. Wahnsinn. Das in der Brotfabrik war, glaube ich, nicht so viel. 83, 87. Da. 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 Ja, das ist mal wieder spannend. So viele Akten habe ich auch noch nicht wieder gesehen. Außer in dieser Brotfabrik. Okay, ich würde sagen, das war's mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Gebt mir einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal. Schaut bei Instagram vorbei, schaut bei Felix vorbei. Werde ich unten in die Videobeschreibung reinpacken. Ja, macht er eh nicht. Doch, doch, mach ich. Ich sag das auch immer, mach das nicht. Und dann würde ich sagen, ihr wisst ja, jeden Mittwoch 15 Uhr Adventure Buddy Time und 15.15 Uhr Let's Urbex Time. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.